Hallo Welt, da sind wir wieder. Und der kleine Garf hier. Ich weiß nicht, er hat einen Glücksedelstein in der Hand. Vielleicht hilft er. Der kleine Garf hier will. Der will nicht am Strand spielen. Der will zurück. Zurück zum Stamm, zu seinen Freunden. Den anderen kleinen Babys. Bis zu der Höhle in der Savanne haben wir es zurückgeschafft sogar. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber es wird wohl schon eine Stunde gedauert haben. Der Weg, ich weiß nicht, wie viele Tage. Ein paar Tage sind wohl vergangen. Die Schwierigkeit geht aber jetzt erst richtig los, denn alles, was jetzt kommt, das kennen wir nicht. Also, was heißt, das kennen wir schon, wir waren in der Gegend, aber ich weiß nicht, wie wir hierher gekommen sind. Ich weiß, wenn ich was sehen könnte, wäre das schon schwer genug, unseren Stamm zu finden. Aber unser kleiner Garf hat ja die ganze Zeit hier Panik. Von daher hat das besonders schwer. Ich glaube, wir müssen da oben hoch. Sicher bin ich nicht. Er hat es besonders schwer, weil er nicht richtig sehen kann durch seine Panik. Die ganzen Geräusche und so. Wir versuchen mal. Das Gute ist an Garf, dass er so viel Energie hat. Wir haben gar nicht mal gegessen oder getrunken, aber wir haben die tägliche Ausdauer uns angeguckt, die sah richtig, richtig gut aus. Vielleicht können wir echt abkürzen, indem wir hier raufgehen. Ich weiß nicht, ob Abkürzungen so eine gute Idee sind. Aber wenn wir hier runterfallen, sind wir natürlich etwas platter als jetzt. Aber Garf sollte es schaffen. Rauf müssen wir sowieso. Irgendwie. Was essen. Oh, so eine große Frucht für den kleinen Garf. Da wird er aber satt sein. Ja, das bringt ja jetzt nicht viel. Sieht aber niedlich aus. So, hierauf stelle ich mir so vor. Also wenn wir oben Flüsse sehen, wenn wir oben Wildpferde sehen, die afrikanischen natürlich, dann hätten wir eine Chance, irgendwie den Weg wieder zu finden. Ich glaube, die Höhe könnte das hier schon gewesen sein. Oh, bis jetzt habe ich gute Hoffnungen. Sehr gute Hoffnungen. Den Baum hier. Ich glaube, an den Baum kann ich mich auch erinnern. Da sind
Bienen? Ja, 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 das ist der Baum. Wir haben abgekürzt, wir haben stark abgekürzt, aber das ist der Baum. Der Baum der Rettung. So, jetzt sollten wir... Jetzt sollten wir, Moment, in diese Richtung gehen, so ungefähr. Springen will er nicht aus der Höhe, okay, das kann ich verstehen. Hier gibt es allerdings auch noch alles Mögliche. Säbelzahntiger, Pferde, aber keine Hyänen und so. Säbelzahntiger und Pferde dürfte es hier geben. Echt, sind wir schon so nah? Kann das sein? Oder wenn das jetzt ganz woanders ist, oh Mann, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Wie heißen die Zwillingswasserfälle? Da müssen wir hin. Oh, das könnte hier sein. Das könnte aber auch weiter oben noch sein. Und so weit sind wir gelaufen. Da drüben ist unsere eigentliche Clanansiedlung. Lass hier Wasser sein, lass hier Wasser sein. Warum Wasser? Ich kann mich da besser orientieren. Wenn ich das Wasser sehe, dann weiß ich so ungefähr, vielleicht, wo wir sind. Anhand der Form des Sees. Ich glaube, wir haben uns zu früh gefreut. Uns zu früh gefreut haben. Wir haben ganz gerne irgendwie bei so Bienenstöcken, an so Bienenstöcken, da haben wir ganz gerne mal uns ein Nest gebaut. Ja, das muss doch hier sein. Keine Orientierung. Mal weiter in diese Richtung. Das Problem ist ja auch, so als kleiner Prött sieht das natürlich alles noch mal ganz anders aus hier. Das war eigentlich so eine gute Gegend, in der wir da waren. Da gab es echt nur Säbelzahntiger, Macher-Erodusse und Wildpferde. Ich glaube, es gab dort nicht mal Schlangen. Aber der Titel ist so zwei, dreimal abgestürzt an der Stelle. Dreimal. Wir müssen zur Felswand. Vielleicht kann ich mich da irgendwie orientieren. Oh Mann, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo wir sein könnten. Aber wir können ja jetzt nicht die ganze Karte absuchen, das geht natürlich auch nicht. Nochmal die ganze Karte zurücklaufen und alles? Nee. Wir müssen
irgendwas jetzt finden hier. Der Baum war schon mal ganz gut. Auf jeden Fall waren wir da schon mal. Also falsch war das nicht. Riechen die das nicht? Mir fällt da gerade ein, dass es hier eigentlich gar nicht sein könnte. Denn in der Nähe von diesen Zwillingswasserfällen, da hatten wir so wenig Karpokfaser. Oh Mann, ja, wie soll man denn hier was erkennen? Ich bin stur. Ich gehe immer noch weiter in diese Richtung. Also es könnte da sein, aber wir müssen sowas wie Wasser finden. Es könnte auch da oben sein. Oh Mann, es kann überall sein. Vielleicht sind wir auch schon vorbei. Nee, wir hätten das Wasser gehört. Das glaube ich nicht, dass wir vorbei sind. Oh, hoppla. Das war echt so eine schöne Gegend hier. Verglichen mit Savanne und so. Aber hört denn unser Garf hier? Hört er überhaupt das Wasser rauschen? Da ist Wasser. Da ist Wasser. Oh Mann, die Maus! Ja, das kommt erschwerend hinzu, dass die Maus hier auch noch ab und zu sich selbstständig macht. Könnte denn das nicht der Berg sein, den ich meine? Da, wo das blaue Licht jetzt ist, da, wo dieser krüppelige Baum dort steht. Das Wasser ist so tief. Es sieht ein bisschen danach aus. Dann müsste aber links hier so ein Bogen sein, so ein Loch im Fels. Oh nein. Hier ist doch eine schöne Insel. Woo!
Ich wollte doch oben gucken. Seht ihr, was ich sehe? Männlein, Weiblein, alle sind sie da. Das hätte auch ins Auge gehen können, oder? Es hätte ja genauso gut sein können, dass überhaupt niemand hier ist. Aber wir haben es wirklich geschafft. Okay. Verrückt, oder? Die ganze Bande. Müssen wir uns aber den richtigen aussuchen hier. Mit wem reiten wir? Mit dir? Mit einem Greis? Oder mit einem Jungen? Ich hätte schwören können, dass hier jemand feststeckt. Mit Frau oder Mann? Frau. Auf jeden Fall Frau. Warum auf jeden Fall Frau? Weil die... Naja, weil die Frauen eigentlich schon alles gemacht haben. Die haben zwei Kinder geboren, geboren. Ich glaube, du bist der Einzige, der geht hier. Oder die alte Frau da. Männlich? Ja, den müssen wir unbedingt durchkriegen. Natürlich die alten Greise. Und die noch mit den Sinnen auch. Ja, wir haben das gleich, Wir sind doch schon in Sicherheit, auf gar keinen Fall. Das ist ja nicht unser Camp hier, aber wir sind ja schon mal so gut wie zu Hause. Moment, wer ist Mann und wer ist Frau? Das sind Männer. Männer. Das ist ein Greis? Ach, das sind die Frauen. Die Frau. Da ist eine Frau. Wir haben es gleich. Wo ist sie denn nur? Da war doch gerade eine. Die da? Alte Frau, ha? Huh? Greis, weiblich. Huckepack! Wow! Boah, ey! Aber echt jetzt. Das wollen wir aber nicht nochmal machen, sowas. Hinlegen und schlafen. Puh, ja, und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In der nächsten Folge vermute ich mal, dass es wieder zurückgeht, vielleicht durch die Savanne, vielleicht aber auch einen ganz neuen Weg werden wir sehen. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Daumen hoch für euch. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.